Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir uns auf den Weg in die Safari-Zone gemacht. Ah, hyperaktiv. Oh, du hast Angst und kuschelst dich an mich ran. Weil du Angst vor den Klippen hast. Dieser Qual ist nicht wert, meinen Namen zu tragen. So. Warte, wobei, Marcel, bist du weiblich? Lagging Tail. Ein Schwerschweif, auch so ein Item, was man ja mehr benutzt. Ja. Aber naja. Du hast die Frage nicht beantwortet. Nein, bin ich nicht. Dann hat das Aquana wirklich nicht meinen Namen verdient. Übrigens, willkommen zurück, wer zu schon mit mir, Exorion und Marcel, dem Schuppe. So. Geht liebes Gedüse. Hau mal so auf die Fresse, ey. Das ist nicht an, ich werde hier dead. Oh, nicht so ein Austausch. Austausch. Nein, wohl, wir werden hier was im Austausch. Ja, sehe ich jetzt kein wirklich größeres Problem. Wir machen den Surfer. Und wechseln auf Paraparidi. Nichts? Ich hab nur gesagt, Parappa, Parappa. Also. Aber das kennst du nicht. Ja. Allgemeinbildung und so. Oster schützt sich. Onix wird drauf. Und das Ding, ja. Wunderbar. So, ich hab noch genau eine Headbutt, die hebe ich mir noch auf. Vielleicht brauchen wir die noch irgendwann. Geben dir stattdessen lieber Minimalschaden. Kannst du Aurora-Strahl. Wow. Wow. Okay, es war ein Critical. Das ist dann verständlich. No. Ja. Mal wieder zwei schöne Treffer. Ich würde mal aufwechseln. Hatte ich vor. Kann man wenigstens ein bisschen mehr Schaden jetzt machen. Pium, 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 pium. So, Quick Attack und den Funkensprung. Immerhin spammt er sein scheiß Schutzschild nicht. Das ist ja nur wegen einer Folge. Duff and Eda. Gott, oh Gott. Duffman. Ah, da ruft die Mutter schon wieder an. Ja, ja, ich hab's ja mitgekriegt, dass du was eingekauft hast. Meine Güte. Das ist halt sehr, sehr vielseitig. Vor allem, dass du immer dasselbe sagst. So, neue jetzt, Route. Neue Route, neues Glück. Ich möchte allerdings doch erstmal hier hoch. Und mich mal kurz heilen. Aber ich bin ein Smackbook. Ich würde irgendeinen speichern. Ja, ich möchte mich erstmal heilen, bevor ich irgendwas anderes mache. Naja, ist okay. Hey, dedede. Dim, dim, dede, dim. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, Palkia ins Team zu nehmen. Aber ich werde mal sagen, letzter Ausweg. Ja, wahrscheinlich. Ist zwar schade, dass man es nicht sieht, aber ist ja auch ein bisschen übermächtig. Wäre ein bisschen Overkill. Ja, auf jeden Fall. So marginal. So. Dann wollen wir mal sehen, was wir unten fangen können. Ein weiteres Pokémon für uns, Route 48, was hast du? Rayquaza. Nein, Lunak! Sehr guten Feuer-Pokémon dann auf dem Lunak. Ja, Paratone, die beste Wahl. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, aber man hätte es ja versuchen können, ne? Vor allem ist es ein Flugfeuer, das heißt rein theoretisch können wir ihm sogar Fliegen beibringen. Die Masse. Ah, da gab es eine wunderschöne Folge im Pokémon-Anime. Mach's gut, Gegen Masse!
Kann man los noch viel mehr Grimasse. Los, die grimmigste Grimasse, die wir aufpassen. Ja. Das hört man cool. Ach ja, von den alten Folgen hatte ich echt lustig, wenn ich vorhin Team Rocket. Ich weiß gar nicht, warum die alle immer gehasst haben. Ich fand die unterhaltsam. Wen, Team Rocket? Ja. Den. Die haben erstaunlicherweise wenig gehasst. Das waren immer so die Lieblingscharaktere teilweise, weil die wenigstens irgendwelchen Scheiß fabriziert haben, während Ash einfach immer wieder dasselbe war. Ich weiß nicht, welcher Videoplattform das ist, aber du warst auf jeden Fall kein Fall auf YouTube. Nee, YouTube vielleicht nicht. Aber sie waren halt nicht gut in dem, was sie sein sollten, nämlich eigentlich die Bösewichte. Aber dafür waren sie einfach als Charaktere an sich ziemlich cool. Und lustig. Und teilweise sogar ziemlich tiefgründig. Ja. So. Das wäre dann unser zweiter Starter, den wir fangen, ne? Tu es nicht! Ja, wusste ich aber. Versetzt ja. Ein Critical zieht ungefähr das Doppelte ab, also du konntest dadurch nicht sterben. Vergiss nicht Zugangswert, wenn du hast sogar den Niedrigungszugangswert dagegen. Ja. Verletzt mich auf die magische Brille. Magisch, meine Lieben, magisch! Eins, zwei, drei. Oh! Schade. Da hätten die Pokebälle jetzt wieder einiges gut machen können. Ja, aber Eduard ist zu mächtig. Das ist zu overhyped. Ja, die Waldrohr aber auch eigentlich, aber naja. Probieren wir es nochmal. Vielleicht hatte der Pokéball mehr Glück. Eins, zwei, drei. Immerhin zu drei schaffen sie es auf jeden Fall immer. Mhm. Jetzt kommt er mit Bodycheck oder sowas an. Wäre ziemlich scheiße. Ja. Eins, zwei, drei. Meine Güte. Das war's, mach mal viel Gimmick gegen Masse. Los, mach die Gimmick gegen Masse, dass du dir aufpasst. Halt aber immer beim letzten, meine Güte. Dude, you are so close to me. Ich glaube, das Glurak macht das gerade mit Absicht. Ja, ja, ja. So, letzter Pokéball. Wow. Okay. Okay, okay. Kann doch nicht mit Pokébällen. Jetzt fang's gefällig. Gefällig. So, was wäre denn ein lustiger Ball für einen Glurak? Heavy? Okay, ja. Schauen wir es nochmal damit. Okay. Gut, dann werfen wir mal einen besseren Ball. Dragon Rage! Oh, Drachenwut, was? Na gut, dass er wenigstens zeigt, dass er den Angriff hat und nicht erst, wenn ich schon unter 40 KP habe. Sonst wäre es nämlich echt doof gewesen. Ist auch für den Anfang spielt es ganz schlecht, wenn man sowas hat. Ja, natürlich. Ach, machen wir einen super Ball. Endlich. Cool, ein Glurak. Ja, das ist cool. Und ein männliches dazu. Wie nennen die ihn denn? Ah, den habe ich schon einen Namen. Weil ich habe meinen Durak-Namen. Oh nein, jetzt kommt's. Fate. Wird das nicht anders geschrieben? Kommt drauf an. Wenn du Fate im Sinne von Schicksal meinst, dann wird es F-A-T-E geschrieben, ja. Aber wenn du Fate als Namen benutzt, dann wird er so geschrieben. Habe ich von einem Star Ocean Charakter. Okay. Ich komme so das beste Pokémon. Das ist sogar ein doofes Pokémon. Wenn das Ding jetzt Kraftreserve Feuer kann, dann bin ich am Arsch. Deswegen renne ich lieber weg. Kam eigentlich bei einem Palkia die legendäre Musik? Nein. Also war das Zyklon, was wir da gerade hatten, wirklich das, was rumgelaufen ist? Nein. Dann bin ich verwirrt. Palkia hat, glaube ich, hier in der Edition keine legendäre Musik, weil es... Ich weiß gar nicht, ob sie die hatte. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, aber ich glaube, es hatte sie nicht. Aber aufgrund dessen, dass es ja an sich hier drinnen nicht in dem Spiel vor ist, haben sie hier diese legendäre Musik für Palkia nicht eingebaut. Und deswegen hat es halt die normale Sache. Und sie haben es massiv auch gewertet, was schnelles Level mit vielen Attacken geht. Während halt
Während halt Suicune das Ding immer kriegt. Mhm. Weil Suicune war ja auch nur auf Level 15. Deswegen konnte es ja gar nicht das Rumrennende sein. Wer weiß. Und wie gesagt, die werden ja auch gerandomized. Jo. Jetzt hätten wir irgendwann mal einen wilden Punkt Level 5 spielen in einem Gebiet, wo es nicht sein könnte, dann wissen wir es. Ja. Obwohl, wenn wir gerade dabei sind, kann man ja kurz mal gucken, wo die Viecher rumrennen. Einfach mal so aus dem Blick. Ich glaube, das Raikou haben wir sogar schon mal erledigt, irgendwie zwischendurch. Oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es weg. Ist nur noch Entei da. Merkwürdig. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir ein Level 40er Pokémon noch weggehauen haben. Du findest ja schon ein Kanto. Ich glaube, die bleiben in Johto. Ja, ich weiß. Ich kann einen Scherz machen. Pokémon Drinks. Achso, der Scheiß. Der Scheiß unterhält. So, für was nehmen wir denn Glurak jetzt mit? Große Frage. Weil mitnehmen möchte ich auf jeden Fall. Wir haben zwei Pokémon im Team, die Typ-Wiederholung haben. Welches da wären? Lantern und Aquana oder wie? Richtig. Ja, aber Lantern ist unser einziges Elektro-Pokémon. Also willst du mich loswerden? Nee, eben nicht. Ja, dann eben Lantern. Nur das ist unser einziger richtig guter Konter gegen Pflanzen-Pokémon, bis auf ihn und er kann Bullet zieht. Nimm Taubos raus, wir haben doch jetzt auch ein Pokémon zum Fliegen. Ja, Taubos sowieso, aber die Sache ist ja, statt Taubos war ja normalerweise er hier. Achso. Das war ja bisher unser Team. Ich würde ja sagen, trotzdem Flunkiefer, auch wenn ich es sehr mag, weil es einfach in der Generation noch nicht so gut ist. Das ist deine Wahl. Deswegen nehmen wir Schierer raus, tut mir leid. Du bist unsere erste Wahl, falls wir wieder einen Ersatz brauchen, aber... Warum Flurenstein eigentlich so von einem weg? In dem Moment, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und da ist Palkia! Hallo, ich bin Palkia! So, und Kamaup nehmen wir trotzdem nachher mit. Gegen Dingens. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, Jasmin. Weil Glurak da um einiges gefährlicher lebt bei Donnerblitz und Steinwurf. Jo. Und ja. Ja. Schauen wir in die Safari-Zone mal rein. So, und können jetzt erstmal hier ein bisschen rumprotzen. Hallo. Ja. Hallo, Kind. Hast du schon mal einen Glurak vom Namen gesehen? Das ist voll klein. Nom, 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 nom. So, was können denn die Typen hier noch so... Okay, was verkaufst du? Ah, du verkaufst die Dinger, das ist geil. Ah, der Quickball war jetzt, der Flottball oder? Quickball ist der Flottball, das wenn du ne gleich am Anfang einsetzt, der besser ist. Ah, der ist super. Der ist nicht schlecht, ja. Alter, warum hast du dir gerade 20 Darkbälle gekauft? Ja. Weil das die stärksten Bälle sind. Sicher? Sobald Nacht ist oder du in der Höhle bist, sind das die besten Bälle, weil die haben einen Wert von 4. Also eins höher als der Hyperball. Also früher waren die besten für mich die Timerbälle, weil die sind einfach nach der Weile auch stärker gewesen als die Hyperbälle. Aber inzwischen sind es halt die, weil die halt immer diese Stärke haben. Außer wenn es Tag ist. Außer wenn es halt Tag ist, ja. Okay. Creepy Frau ist creepy. So, dann gehen wir mal rein hier. Und holen uns unsere eigene Safari-Zone. Hey, ich habe dich gerade. Was denkst du? Das ist die brandneue Safari-Zone. Übrigens, ich habe eine Idee. Würdest du gerne der Besitzer der... würdest du den Besitzertest machen? Oh, gerne. Okay, dann lass mich erklären, wie der Test funktioniert. Das ist sehr einfach. Also zum Machen muss es sein... Leinstein in der Safari-Zone fangen und es mir zeigen. Das könnte schwer werden. Falls es denn wirklich gerandomt ist, das könnte sein, ja. Ja, ja, dann wird das Leinstein doch nicht das gerandomte Pokémon, also das Nassau-Pokémon sein, ne?
Nee, das sowieso nicht. Das hat Sui, glaube ich, auch nicht gemacht, dass es das auch nicht reingezählt hat. Ja, wäre scheiße, ne? Wobei, wir werden sehen. Wenn es gerandomt ist, wir müssen ja auch den Test nicht machen, weil die Safari-Zone kann es im Endeffekt scheißegal sein. Wenn es random ist, dann können wir eh nur ein Pokémon fangen. Wenn es nicht random ist, dann habe ich ja gesagt, dann können wir in jedem Areal mal was versuchen. Und scheinbar ist es nicht gerandomt. Das heißt, wir können in jeder Dingens eins fangen. Das heißt, wir können das Kleinstein auch dazu zählen. Oh nein. Das heißt aber auch, dass die Chancen für gute Pokémon recht gering sind. Also sowas wie ein Kangama oder so, echt cool. Was heißt hier? Ja, aber ich glaube, Kangama gibt's hier nicht. Dann streng ich mir an. So, wie nehmen wir dann das Kleinstein? Stein. Ich hab keinen Namen. Warte, was? Wie nennt man denn kleine Steinchen? Steinchen einfach nur, hä? Kiesel. Ja, aber Kiesling gibt's ja an sich schon. Steinchen. Das Steinchen. Steinchen. So, das war's für dieses Areal. Gehen wir hier rüber. Wird das angezeigt? Wenn du in meinem Areal bist? Nee. Ja, die kann man halt selber verändern und später. Ich kann ja mal gucken, vielleicht ist ja die Angel wenigstens anders. Ja, das wäre ziemlich cool. Das ist Safari, wenn wir mit Random machen wollen. Nee, ist es nicht. Nein. So, dann zählt das auch nicht dazu. Wir sagten ja schon, die Angel zählt nicht. Solange es nicht random ist. Also fangen wir lieber hier so ein Pokémon. Noch ein Kleinstein. Ich glaube, Sui hat ja 5 Radfratz oder so gefunden. Und er hatte die Claws aber nicht drin. Merrill, wir haben aber zu Merrill. Also du auch nicht. Was haben wir denn noch? Ein weiteres Merrill. Dich haben wir aber schon. Es kommt hier nichts anderes außer Merrill. Ich sehe schon kommen. Doch, Umluft. Naja, dann ist es wenigstens draußen, weißt du? Weil hier kommen eh keine random Pokémon, das heißt, hier kann man eh nicht viel erwarten. Und dann sind die Viecher wenigstens weg. Okay, es ist eh abgehauen. Gut. Das war der Versuch für das. Hä? Das war der Versuch. Ey, ja. Wenn hier drin ein Shiny kommt, dann flieht. Das ist natürlich schon doof. Was natürlich auch passiert. Wow. Zubat haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefangen, ne? Nein. Was auch extrem ist, und zwar bei. Wo waren wir die Olle? Ich glaube bei Staffel. Bei Nummer 5. Wo man. Edition, Serie, klar, 5, du weißt, was ich meine. Hä? Nein, gerade nicht. Mit Schwarz und Weiß. Ja. Fünfte Generation, das war das Wort, das ich gesucht habe. Da zeigt ja einfach so ein Pokémon. Und ein Kollege von mir, der hat dann halt eine neue Edition gestartet und dann hatte sie dort ein Shiny. Ah. Großartig. Diesen Shiny zu sehen, was du nicht fangen kannst. Tja. Passiert halt. Es gab auch schon Leute, die halt auch noch keinen Pokédex hatten und dann sind uns schon 2 Shinies begegnet auf der Route hoch zu Mr. Pokémon in der Kristall und sowas. Ja. So, wir haben ein Golbat gefangen. Okay. Wie nennen wir denn das Ding? Ich bin für Blakula. Was für ein Ding? Blakula. Blakula. Ja. Mit B-A oder wie? B-L-A. B-L-A? Ja, jetzt müsst ihr eigentlich CK nehmen. Oder halt nur mit C, das ist dann nicht. Oder nur mit K. Eigentlich mit C dann eher. Das war bei, bei Simpsons, da ist ja dieser schwarze A-Zeit der Starcraft verkleidet, deswegen kam jetzt dann der Scherz Blakula. Hm. Ja. So, was haben wir hier? Ein Kenofensa. Oh, wir haben aber schon einen Trigaria. Ja. Ja.
schon fleißig Pokémon gesammelt haben. Das ist natürlich interessant. Okay, wir kriegen kein Gengar daraus, aber immerhin ein Elfolio. Ich könnte es machen, dass wir ein Gengar daraus kriegen. Inwiefern? Der Randomizer hat die Option drin, dass man Tauschentwicklung draus machen kann. Dann entwickeln sich ab einem Level. Ah, ist gut. Ich sehe bei mir übrigens nicht das Gerüttel, ihr wollt schon mal so festhalten. Ha? Ich sehe es nicht, wenn der Ball sich rüttelt. Das heißt, bei mir sieht es sauer aus, als würde es rauskommen. Achso. Eins, zwei, raus. Hallo. Und das Abkauen. Schade. Du verduftest. Alpolina. War weiblich. So, zwei Zonen haben wir noch. Ein Abra. Wenn sie das Teleport einsetzt, aber das kannst du ja nicht. Kannst du ja hier nicht, das ist richtig. Auch wenn es weiblich ist. Ja, Simsala. Simsala. Tschüss. Jo. So, eine Route haben wir noch. Und wir könnten dann, wie gesagt, noch weitermachen. Der gibt uns dann, glaube ich, die Aufgabe, einen Sander noch zu fangen und so weiter. Und irgendwann können wir dann die Zonen verändern. Oh, das ist cool. Haben wir nicht schon Mono? Haben wir es? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir haben mal drüber gesprochen, aber hatten wir keins. Na dann. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade auch nicht. Egal. Jetzt haben wir eins. So, wie nehmen wir dich denn? Keine Ahnung. Quabbel. Ist jetzt ein random Name gewesen. Derp. Evan Derp. Okay. Das ist doof, warum kann die. Warum kann die. Können die keinen Unterstrich hier haben? We don't know. Was tust du? Überlegen, wie ich das mit dem Strich hinkriege, dass ich so ein richtiges Dirtface habe. So. Das sind so derbisch, ich bin im Punkt. So. Und wie gesagt, dass wir das mit den Zonen halt ändern, das mache ich jetzt nicht wirklich. Okay. Weil, ja, wir müssten dann noch einen Sand anfangen und bla und blub und... Im Endeffekt kriegen wir halt trotzdem keine tollen Pokebälle draus. Pokebälle. Du meinst Pokémon, oder? Ja. So, ja, zeig mir das Geodude, was ich gefangen habe. Ja, nö. Keine Lust. So, hätten wir das auf jeden Fall erledigt. Haben noch ein bisschen was an Leveln rausgeholt, haben einen Glurak gefangen. Haben einen Palkia gefangen. Palkia, yeah. Und mit Level 28 sind immer noch 7 Level. Aber wir haben festgestellt, die Attacken, die das Ding drauf hat, sind nicht wirklich gefährlich. Sanskritte. Ja, selbst so ein Steinwurf. Ein Steinwurf ist halt nicht stark halt wirklich. Ein Iron Tail ist nicht sehr effektiv und selbst ein Critical wird da bei den vielen KP von Aquana, glaube ich, ausreichen. Mhm. Aber ich denke mal, doch auf 30 werde ich trainieren. Oder? Von mir aus. Weil, warum nicht? Ich meine, spätestens dann bei der Drachenarena kommt dann eh Level 40 und sowas. Wäre es doch nicht schlecht, wenn wir uns jetzt wenigstens ein bisschen höher trainieren. Weil wir sind dann immer noch 5 Level unter dem stärksten Arena-Pokémon. Ja, ist okay. Deswegen werden wir jetzt ein kleines Trainingsding einbauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir dann uns mit Jasmin anlegen und die erstmal wegputzen. Also, bis dann. Tschüss.